Moin. Oder eher gesagt, Servus miteinander. Grüß Gott. Schöne Grüße hier aus dem Allgäu, aus Oberstdorf und Umgebung. Ich bin gerade mit ein paar Wanderfreunden auf Bergtour. Was man so als Bergtour bezeichnen kann, als Flachland-Tiroler. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Berg und Berg ist ja immer ein Unterschied. Also, ja, 2 Tage haben wir schon mal gereicht. Heute am 3. Tag chill ich hier ein bisschen am Flussufer. Und rückwirkend zeige ich euch jetzt ein paar Aufnahmen von den vergangenen 2 Tagen. Ja, wenn euch der Film gefallen hat, schaut wieder rein. Macht einen Daumen hoch oder so. Schreibt einen Kommentar, was euch gefallen hat oder noch nicht. Und dann sage ich auf Wiedersehen und viel Spaß. Ja, wirklich herrlich hier. Sehr schön. Das ist echt so kitschig, ne? Ja. Kitschig ist es hier. Kitschig. Eines sollte man allerdings in den Alpen nicht erwarten, dass es ruhig ist. Nicht wie all die Kuhglocken läuten oder der Bach rauscht.
Nee, die Flugzeuge. Man hört überall Flugzeuge. Ist halt so. Das ist ja herrlich. Echt herrlich. Echt herrlich hier. So möchte ich auch wohnen. Möchte ich auch haben. Schöne Hütte in den Bergen. Fehlt nur noch Heidi und Geisenpeter. Naja, vielleicht mal, wenn ich Rentner bin. Einen wunderschönen guten Morgen, zweiter Tag, auf geht's, ich weiß gar nicht von zwar wohin, unser Führer hat gesagt, wir gehen da hinten hoch und dann da und dann da und irgendwie am Eutal kommen wir dann an und am Eutal, da geht's mit dem Roller zurück. Ja, ja, die können auch zu mir. Ja. Ja, wie gesagt, heute Nachmittag soll es Gewitter geben, ich hoffe nicht. Denn es ist so ein geiles Wetter hier heute. Herrlich. Absolut herrlich. Schönen Gruß an Benjamin. So, also nicht nur der Schwarzwald ist wunderschön, sondern das Allgäu auch. Bis dann. Ciao. Kommt der Wilhelm, Hamburg. Ja. Forsche Schritte. Ja, und wir sehen mit an. So, und sind wir gestartet. Zitterige Hände. Man kann gar nicht die Kamera bzw. das iPhone halten. Alter Falter. Guckt euch das an.
Wupper hoch? Nee, vorbei. Rechts vorbei. Ja. Um den da hinten rum? Hm. Ja. Ja. Rechts rum. Es geht auch noch wieder hoch. Unten, ne? Ins Tal oder wie? Da unten zu der Straße, ja. Hat er gesagt. Nein. Was ist mit deinem Hemd passiert da hinten? Also, dass ich das hier geschafft hatte, wo? Hätte ich nicht gedacht. Braun, ne? Das sieht unanständig braun aus, ja. Das ist vom Gürtel, der Ledergürtel fährt ab. Ach so. Hm. Ah, kommt die Antwort. Ja, da drüben geht's weiter, auf der anderen Seite. Da hinten? Ja. Gott. Hätten wir schwarz. Könnt ihr das sehen? Ja, manchmal ist es ganz gut, wenn man auf seinen Körper und sein Bauchgefühl hört. Und nicht immer nur das macht, was die Masse macht und den nächsten Berg erklimmt und 2 Stunden an der Seilbahn ansteht, sondern einfach mal Slow Traveling praktiziert. Ganz langsam, ganz entspannt für sich alleine. Einfach nur genießen. Das ist mein Tagestipp für euch heute. Genießt mal wieder!